Moin Moin und Hallo. Heute geht es um Tellos, Anruferkennung und Blockierung. Der Anrufschutz für unsere Fritzbox. Das ist ein nices Tool, sage ich euch, weil wer hat es noch nicht gehabt? Andauernde, auch wenn in Deutschland verbotene Werbeanrufe von diversen Aufschwatzern etc. Mit diesem Teil hier, mit diesem Zubehörkomponente für unsere Fritzbox ist dem sehr nice entgegenzuwirken. Tellos Bewertung können wir benutzen, Anrufername, Warnhinweise und die Anrufernummer selber. Zack, das Ding kommt nicht mehr durch. Es benötigt die Fritz Operation System 7.2 oder höher. Und wenn ihr euch dieses Pack hier holt, dann habt ihr eine 2-Jahres-Lizenz inklusive. Danach müsst ihr natürlich eine weitere Lizenz nach dem Ablauf wieder neu holen. Aber das ist jetzt nicht die Welt. Denn wer wirklich genervt wird von diversen dubiosen Anrufen, der wird sich sehr, sehr freuen, wenn für ein kleines Entgelt dort diese Anruferkennung und Blockierung aktiviert werden kann. Zum optimalen Schutz empfiehlt man natürlich 2 Telefonbücher anzulegen. Das Telefonbuch A erhält alle als unerwünscht eingestufte Telefonnummern selber und das Telefonbuch 2 enthält alle sehr negativ bewerteten Nummern mit Score 8 und 9. So könnt ihr euch nämlich dann viel besser dort einstellen darauf, was dort eventuell abgeblockt wird oder auch nicht. Ne? Weil ihr wollt ja auch, dass ein paar Leuten dann doch noch durchkommen. Ne? Wir loggen uns in die Fritzbox mittels dem Internetbrowser, einfach fritz.box eingeben, dann wählen wir ein neues Telefonbuch anlegen, dann Telefonbuch eines Online-Anbieters nutzen, das ist dieser jetzt dann hier, Card DAV-Anbieter werden wir auswählen, die Internetadresse ist dann diverse URL A oder URL B hinterlegt. Und nur die Adresse A oder B hinterlegen. Auf genaue Schreibweise müssen wir dort achten. Benutzername ist TelloFritz eingeben. Passwort ist dann der Code, welcher hier mit der Karte zu euch kommt. Okay? Denn hier drin ist ein Code auf der Rückseite, den muss man freirubbeln. Und das ist unser Passwort dann in das besagte Card-Dev-Server-Verzeichnis. Dann haben wir Name, interne Bezeichnung hinterlegen, ne? Zum Beispiel Telefonbuch Score 7, bla bla bla, irgendwas, was ihr wollt. Und dann können wir wahlweise Rufsperren für eingehende Anrufer pro Telefonbuch aktivieren oder deaktivieren. Es spart Zeit, Geld und vor allen Dingen Nerven. Der Anrufschutz für unsere Fritzbox erkennt ungewollte Anrufe beim Klingeln und blockiert wahlweise Anrufe direkt. Alle aktuellen als unseriös eingestufte Telefonnummern im Fritzbox-Telefonbuch werden dann geblockt. Tägliche automatische Updates des Auf- oder Anrufschutztelefonbuchs selber, seitens Tellos natürlich. Das heißt also, die benutzen schon eine große Datenbank, wo das schon hinterlegt ist, welche diese Phishing-Anrufe sind oder Aufschwatz-Anrufe etc. Und die werden direkt implementiert und ihr werdet gar nicht davon genervt. Es ist wirklich sehr leicht einzurichten in unsere Fritzbox und Tellos, die Community zur Bewertung von Telefonnummern ist inklusive. Monatlich werden in der Online-Community über 40.000 Bewertungen zu Telefonnummern abgegeben. Um die Seriosität des Anrufs einzuschätzen, hat Tellos ein Bewertungssystem, das ist das Score-System, von 1 bis 9 entwickelt. Das Anrufschutztelefonbuch enthält nach dem Einrichten automatisch alle unerwünschten Telefonnummern, sprich Score 7 bis 9, die aktuell in der Community selber gemeldet werden. Das bedeutet jetzt aber natürlich nicht, da meldet einmal einer eine Telefonnummer, die wird direkt für alle gesperrt. Das ist nicht so, da ist ja ein System hinter. Es wird erst dann gecheckt und dann wird es auch wirklich dann als unseriös eingestuft. Die Lizenz ist 1 Jahr kostenlos verfügbar. Wir melden uns immer tellos.de.login an und verlängern die Lizenz um ein weiteres Jahr kostenlos. Ergo haben wir 2 Jahre kostenlos diese Lizenz dann immer. Zusätzlich lassen sich persönliche Sperrlisten pflegen und geräteübergreifend verwenden. Denn wir können das nämlich auch auf andere Fritzboxen mitnehmen. Das ist eine sehr nice Sache. Um das jetzt im Detail zu setzen, wir benötigen also eine Fritzbox. Ne?
Das ist benötigt, weil die Architektur darauf aufbaut. Okay? Die Vorteile sind: Mit dem Telos-Anrufschutz können wir alle sehr unseriösen Telefonnummern oder ungewollte Werbeanrufe sofort als solche erkennen. Durch den Import der als unseriös bewerteten Telefonnummern erkennt die Fritzbox ungewollte Anrufe, die der Telos-Community selber bekannt sind, bereits beim Klingeln. Wir haben dann die Wahl, ob wir einen gehende Anrufe im Display anzeigen, verstummen lassen oder sperren lassen sollen, komplett. Der Telos Score hilft uns bei der Seriosität dieser Anrufe dann eine Einschätzung vorzunehmen. Je höher der Score, desto gefährlicher wurde die Nummer von der Community eingeschätzt. Wir legen los. Wir kaufen physisch, wie ich das hier habe. Dann kriegen wir eine Karte und auf der Karte, auf der Rückseite, befindet sich dann der Code, ne? Also hier ist nochmal eine kleine Erklärung. Und hier hinten, freirubbeln, ist der Code drauf. Alles klar? Und mit diesem Code können wir uns nämlich dann einloggen. Wir öffnen also die Benutzeroberfläche unserer Fritzbox und wählen den Menüpunkt Telefonie. Wir öffnen das Untermenü Telefonbuch und klicken auf Neues Telefonbuch anlegen. Wir geben nun einen Namen für dieses neue Telefonbuch ein. Da müssen wir bei Telefonbuch eines Online-Anbieters nämlich uns einloggen, einsetzen, weil das ist ja hier, ne? Telos ist ein Online-Telefonbuchanbieter, aus und klicken auf Card DAV-Anbieter. CARD-DAV-Anbieter. Nun geben wir die erforderlichen Daten ein. Dazu wählen wir die nachfolgende Serveradresse aus, die für unser angelegtes Telefonbuch relevant ist. Wir sollten beim Einrichten von zwei Telefonbuchern mit Score 7 und Score 8 bis 9 uns eventuell einpendeln. Einige Fritzboxen unterstützen die große Anzahl an Einträgen aus der Sperrliste 7 bis 9 nämlich nicht. Ihr könnt es auch in eine quetschen, wenn es klappt, gut. Wenn nicht, macht ihr einfach zwei. Das ist schon ein kleiner Troubleshooting-Tipp. Der Score 7 hat 800 Einträge. Und da gibt es eine genaue HTTPS-Adresse, die wir dort eingeben. Und Score 8 und 9 zusammen haben auch nochmal 800 Einträge. Da gibt es dann auch wieder eine separate HTTPS-Internetverbindung. 7 bis 9, also für komplette, wird also nur, wenn wir ein einziges Telefonbuch anlegen wollen, dann gehen wir mit 1500 Einträgen an den Start. Na, also Einträge sind dort dann die als unseriös gemeldeten Einträge, die dann auch direkt erkannt werden und geblockt werden, gar nicht mehr durchkommen. Das ist dann auch wieder eine separate, also es gibt drei Internetadressen, die wir uns dort dann einverleiben sollten. Ich werde sie in meiner Beschreibung nämlich auch nochmal euch hinterlassen. Und dann könnt ihr entscheiden, entweder Score 7, Score 8 und 9, zwei Telefonbücher oder ein Telefonbuch anlegen von 7 bis 9. Das ist aber dann nur für die frischesten Fritzboxen am besten geeignet. Wenn wir die Anruferschutzlizenz für ein anderes Land gekauft haben sollten, setzen wir anstatt DE dann AT oder CH für die Schweiz oder ITA für Italien, Großbritannien macht .co.uk rein. Nur als, ne, so, das heißt, bei uns in Deutschland ist es dann DE am Schluss. Hier würde dann die AT für Österreich, Schweiz, Italien oder Großbritannien andere reinkommen. Als Benutzername verwenden wir Telo Fritz. Telos Fritz. Tellows Fritz. Fritz. Danach tragen wir dort unser, also unter Passwort, tragen wir dann unser Code ein, der hier auf der Karte freigehobelt worden ist, beziehungsweise natürlich den wir online dann bezogen hatten. Nach dem Speichern wird das Telefonbuch dann angelegt. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Die Daten werden von Telos-Service mit der Fritzbox verknüpft und wie wir die Anzahl dann der Einträge pro Telefonbuch erhöhen können, können wir später dann klären. Das Telefonbuch wird automatisch einmal pro Tag, in der Regel nachts, aktualisiert. Das ist nice, weil der Markt dieser Werbeanrufe ja auch dynamisch ist und so muss auch Telos permanent diese Datenbank pflegen und das tun sie. Einmal am Tag gibt es ein Update und dann werden dort auch dann die Werbeanrufnummern wieder neu puchzeln, sage ich mal. Ne?
Die aktive Telefonbuche einer Fritz Phones wird standardmäßig für das Speichern von Kontakten selber verwendet, hat jedoch nichts mit der Erkennung von Anrufen selber zu tun. Also alle in der Fritzbox angelegten Telefonbucher werden bei der Identifizierung mit dem Fritz Phone berücksichtigt. Das heißt, wir machen das nicht in der Fritz Phone, die Einrichtung, sondern in der Fritzbox selber. Dann haben wir die Rufsperre, die wir gerne einrichten wollen. Wir rufen in der Fritzbox unter dem Menü Telefonie, Rufbehandlung, nachdem wir uns eingeloggt haben, diesen Reiter auf. Dann legen wir eine neue Sperre an die neue Rufsperre selber an. Bei neuen FritzOS-Versionen klicken wir dort Telefonie, Rufbehandlung, Abschnitt Rufnummer, Bereich sperren und auf den Bereich hinzufügen selber. Also da gibt es einen leichten Unterschied zwischen der Oldschool-Fritz iOS und der neuen. Dann stellen wir die Rufart auf ankommende Rufe ein und wählen im Bereich dann das Telefonbuch aus. Und als danach müssen wir natürlich die Rufsperre auf unser Telescore hinbekommen. Das heißt, hier können wir dann die Sperrliste des Telefonbuchs explizit auf Telesperrlisten Score 7 oder 8 bis 9 oder 7 bis 9 selber auswählen. So haben wir das dann verknüpft und können das OK geben für die Rufsperren. So, damit ist es so gut wie eingerichtet. Wir haben dann also da unsere Fritzbox damit verknüpft. Und das Gleiche müssen wir dann natürlich auch in der Fritzbox Phone machen. Ergo müssen wir dort auch in die Fritzbox Phone gehen und dort eine Rufnummernunterdrückung einsetzen. Ja, also das ist so easy peasy. Wir wiederholen diese einzelnen Durchgänge natürlich dann mit jeder Sperrliste, die wir gerne hätten oder implementieren wollen. Der Anrufschutz schützt nicht nur uns, sondern auch andere, wenn wir wollen. Wir können Mitglied in der Community werden. Und wenn wir dann zum Beispiel mal von so einer nervigen Nummer doch angeworfen werden, können wir diese sogar melden und bewerten. Diese oder mit diesem System helfen wir dann sogar der Community, also allen Benutzern der Telos Anruferkennung und Blockierung, damit das System noch mehr zu verbessern. Natürlich, Telos selber fahndet jeden Tag, jede Stunde danach neue nervige Anrufe blockieren zu können. Wenn wir später dann die Sperrlisten importieren wollen, können wir das ganz einfach machen. Wir können die Sperrlisten downloaden und dann können wir sie später über Telefonie und Telefonbuch, neues Telefonbuch wieder anlegen und dann vorhandenes Telefonbuch kopieren, setzen, dieses dann zum Beispiel durchsuchen. Ne? Wenn wir es jetzt Fritzbox Score 7 zum Beispiel genannt haben, können wir es nämlich dann in die Fritzbox importieren und zack, dann ist es schon wieder integriert und wir haben wieder vollen Support der Anruferkennung und Blockierung von Telos Servers. Das ist also das nice Zubehör für die Fritzbox von Telos. Anruferkennung und Blockierung. Der Anrufschutz für unsere nice Fritzbox. Telos Bewertung, Anrufername, Warnhinweise und die Anrufernummer. Alles wird dort gecheckt und es kommen nur vernünftige Anrufe durch. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon.